Hallo, willkommen zurück, seid begrüßt im LS19 auf der Südhemmen. Kurze Entschuldigung in dem Falle, also wenn ich jetzt irgendwas erzähle, ich nehme auf, die Aufnahme stammt von Samstag. Heute ist Mittwoch, wenn alles klappt, ja. Also so ganz up to date auf dem Laufenden kann ich natürlich dann nicht sein. Ich muss aber heute aufnehmen, weil ich sonst die nächste, weil ich sonst die nächste Woche die Zeit nicht habe. Ja, und Südhemmen kommt bei euch, was meinen Kanal betrifft, ganz gut an. Und deswegen will ich die Folgen aufnehmen, dass ihr was davon habt. Und das muss ich halt jetzt heute machen, weil der Rest der Woche ist einfach voll. Ja, ich hoffe, es stört euch nicht. Es wäre wahrscheinlich das Gleiche, wenn ich es jetzt nicht heute am Samstag, sondern erst am Dienstag aufnehmen würde, würde genau das Gleiche passieren. Ja. Es gibt zwar wohl schon wieder die ein oder andere neuere Version, allerdings, erstens habe ich ihn nicht runtergeladen und zweitens, ich bin da immer nicht so sicher, ob ich es machen soll, weil es nicht im Moment noch nicht viel Unterschiede macht. Ja? Multifrucht und wie auch immer die dann heißen. Ich bin mit den Gemüsesorten, die wir hier haben, erstmal auf jeden Fall zufrieden. Ich weiß dann auch nicht, das ist bei der Provence ist das vorgekommen. Ja, da ist dann die neue Version aufgespielt worden. Ich konnte dann alles, meine Kohle, meine Maschinen, alles mitnehmen. Ja, aber die Tiere waren weg. Ja, bei der oberen Plantan waren komplett alle Gras- und Strohballen weg. Und nö. Und deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Wenn es dann irgendwann nicht mehr anders geht, muss man es natürlich machen, das ist ganz klar. Und sobald die Fabrikskripte dann rausgekommen sind und dass man hier auf der Südhemmen auch andere Sachen verkaufen und herstellen kann, dann bin ich sofort dabei. Hm? Nur das zur Info, also Aufnahme stammt von Samstag. So, sauber machen, weil ich glaube, die anderen Felder, die können wir mit unserer Direktsaatmaschine machen. Weil das Feld 9 das einzige wird mit einer exotischen, in Anführungszeichen, Gemüsefruchtsorte. Das andere gibt dann wahrscheinlich Sojabohne. So wie ich mich kenne. Oder müssen wir mal gucken, ob wir Stroh brauchen. Da kommt vielleicht noch ein Weizen- oder Gerstenfeld hinzu. Oder Hafer für die Pferde. Mal schauen. So, das reicht soweit. Das ist sauber genug. Lohnzahlung, ja, ich zahle kräftig. Und wir haben ja auch genug. So, wir gucken gerade mal hier durch die Gebäude durch, was das Feld da drüben macht. Das ist immer noch gelb-grün, also noch nicht erntereif. Die Zeit können wir dann ruhig noch ein bisschen so laufen lassen auf 30. Und dann kann es tatsächlich sein, dass wir schon wieder in die Koje müssen. So, da hole ich für unseren dicken Deutz, der hat auch schon bald 50 Stunden ohne Sprit ist leer. Habe ich ein Spritfass irgendwo? Haben wir Diesel? Ich habe da hinten ist eine Tankstelle, gell, an der Werkstatt. Dann tanken wir den erstmal voll. Wenn das der uns irgendwo unterwegs stehen bleibt und dann, ne, sieh zu, wie du ihn heimkriegst. Funktioniert wunderbar. So, teilen wir noch eine Stelle ganz kurz. Oh, es wird schon wieder schattig hier. Oh Mann. Was macht man Raps? Ist das Endereif jetzt tatsächlich? Sofort die Zeit runterfahren. Sieht so aus, ne? Sieht so aus. It looks like it. Oh, hallo? Kein Problem. So, jetzt packt es. Der Bunker ist 100% auch schon fermentiert. Jawollo. Feld ist reif. So, dann kommt jetzt eine ganz blöde Frage. Wollt ihr mit mir schlafen gehen? Weil entweder müssen wir jetzt irgendwas im Dunkeln machen, oder wir gehen, legen uns aufs Ohr und spulen vorher zum nächsten Morgen, um das weiterzumachen, weil ich habe tatsächlich keine Lust. Ich habe zuletzt erst im Dunkeln düngen und spritzen müssen, da habe ich keine Lust drauf mehr.
Der ist sowieso gleich fertig. Der kostet zwar jetzt ein bisschen Geld, aber das ist mir jetzt egal. Das riskiere ich jetzt. Ich gehe jetzt. Was machst du? Kannst du mir erzählen, was das für ein Blödsinn ist, was du hier machst? Der Stopp bitte, wenn wir im Dunkeln weiterarbeiten, ne? Also das kapiere ich nicht. Warte mal kurz was checken. 9 Meter haben wir hier angegeben. 9 Meter stehen auch hier. Er hat auch 9 Meter. Hä? Kein Versatz und nichts drin. Das soll jemand verstehen, ne? Also ich verstehe es nicht. Eins weiß ich aber, dass wir jetzt das machen, was ich gesagt habe. Wir gehen gerade mal schnell, ne, die Müdigkeit bekämpfen. Komm schneller. Weil es ist für mich, für euch, für die Augen, für alles ist es besser, wenn wir pennen gehen. Ne? Also wir gehen ja schlafen, die Helfer arbeiten ja weiter, so muss das sein. Wir hatten 7:30, 12 Stunden sind 7:30. Ich bin Langschläfer. Lohnzahlungen, Achtung, 12 Uhr. Boah. Geht aber noch. Geht echt. Gut, dass wir keine Fruchtzerstörung. Wie heißt das? Nicht Fruchtzerstörung. Pflanzensterben aktiviert haben, sonst wäre jetzt alles weg. So. Der steht immer noch da. Ui! Ja, das ist, ne? Ich habe hier eine Wiese angesetzt. Du warst immer noch, du bist auch ein Honk. Du hast jetzt seit 30 Stunden den Karren laufen lassen. Du hast auch nicht, das ist auch nicht ganz dicht. Gut, den müssen wir sowieso mit der Hand machen, weil der ist Rohr in der Frucht. Das geht gar nicht. So, Moment. Nirgendwo habe ich hier einen Durchfahrt. Da muss ich ganz hinterfahren. Ne, ich denke mal, ihr versteht das, wenn ich jetzt hier die Abkürzung nehme. Das ist ja die Härte, du. Da, da, di, da, da, da. Ich find's hier klasse auf der Südhemmen. Immer was los. Und ernsthaft, ich stell fest, es gibt echt Leute, oder viele Leute, das heißt viele, sind, ich habe 30 Abos, okay? 30 Abonnenten. Sind das schon viele? Für mich schon. Ja? Und es gibt schon Leute, die draußen, die laden sich dann ins Fäustchen, wenn ich sage, meine vielen Abonnenten. Nee, aber von den 30 Abonnenten gucken echt viele die Südhemmen, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass die so gut ankommt, weil mir gefällt sie nämlich auch ganz gut. Die NF Marsch gefällt mir natürlich auch sehr gut. Nur da, komischerweise, bei der NF Marsch, die hatte ich am Anfang meiner YouTube-Karriere. Hatte ich die auch laufen. Und das kam irgendwie gar nicht so gut rüber. Vielleicht, weil die auch, sage ich extra, die Karten alle halt auch im 17er schon vorhanden waren. Ja, die Südhemmen ja auch. Und die Karten waren halt sehr groß, hauptsächlich die NF Marsch. Und dann ist es so, dass, ja, was soll ich sagen, sie halt schon ziemlich ausgelutscht waren, ja. Und bei der 17, beim LS 17, da waren ja am Schluss dann jede Menge sofort die Fabrikskripte verplant, verbaut, ja, dass dann jeder hingegangen ist. Der eine hat Bier gemacht, der andere hat Diesel hergestellt oder Sonnenblumenöl oder wie auch immer, ihr kennt es ja, ne? Brot, Gebäck, Kuchen, keine Ahnung, alles Mögliche. Und da lief es, ne? Ich hatte teilweise, was weiß ich, 8, 9, 10 CP-Fahrer gleichzeitig laufen. Ja, der eine hat dann die Hackschnitzel vom Sägewerk zum Heizwerkkraftwerk gefahren, der andere die Kartoffeln zur Chips- und Pommesfabrik. Da ging es echt rund, da hattest du keine Ruhe. Ja. Das macht halt sehr, sehr, sehr viel aus in meinem Auge. Das fehlt halt noch. Das kommt 100% irgendwann. Aber noch fehlt es halt. Weil, ja.
durch das, dass man hier nicht so schnell Geld verdienen kann und weil man halt auch praktisch nur Gras mähen oder Getreide machen kann, kommt man hier auch nicht so schnell so weit, ja. Du brauchst auch bei 20 CP-Fahrer, da reichen 2. Und den Rest musst du sogar noch selbst machen, sonst ja, kannst du auch Fleisch lassen. Und ich mähe das jetzt mal ab, die Streifen. Ich weiß nicht, ob man die Stehlasse hat. Kann es euch nicht sagen. Aber ich habe hier einen Trick dabei. Den zeige ich euch, wenn wir oben angekommen sind. Ja, Trick 17 mit Selbstverarschung. Nee, nee. Ich muss gerade mal kurz was flenken. Flaschall. Flasche leer, hm? Ja, gleich die nächste holen. Prozent. Ich bin jetzt 5-mal hoch und runtergefahren für 2% im Braun-Tank. Jetzt muss ich veräppeln. Das bloß bei der Krass bei den richtig gearbeitet heute hier. Ich weiß gar nicht warum. Aber am nächsten Ende mal neu programmieren. So, ich versuche jetzt den altbekannten Trick 17. Und zwar ohne CP, einfach nur mit H. H. H wie Hilfe. Genau. Dann lässt er auf jeden Fall nichts stehen. Ja, es gibt ein bisschen was. So, was wollte ich denn? Ich wollte dich loben, dass du so schön gearbeitet hast. Du wirst wahrscheinlich noch einmal runter schaffen, was den Saatguttank angeht. Und wenn du dann leer bist, bist du halt leer. Also hier hoch sind schmale Streifen, fahren wir nicht mehr extra. So, wo bist du? Hier bist du. Sojas. Soja. Möchtest du es so machen? So? Ja. Auf die 12. Voll auf die 12. Hättet ihr es denn gerne noch etwas mehr Realitätsnähe oder wie? Also, ne? Weil ich fahre ja ab und zu mit 50, hier mit dem Deutz mit 60 durch den Hof oder über den Feldweg, was ja eigentlich kein Mensch macht, ne? So, wir haben hier Düngen und Sehen, hätte ich gerne. Feld 12. Und 12. Wo bist du? 12 hier. Sehen, 9 Meter. Der fängt natürlich, ja, der fängt auf der anderen Seite an. Wusste es doch. Nee, ich wusste es nicht. Jetzt wissen wir es. Haben sie aber auch gleich wieder vergessen. Ja, muss aufgefüllt werden. Nee, nee, nee. Habe ich ja gerade gesagt, das machen wir nicht mehr. Das bisschen lassen wir so. Da wächst halt nichts außer Unkraut, ist mir gerade egal. So, bringt das was, wenn ich ihn jetzt einstelle? Rausspringe und schickt den Verkehr fest. Aber er fährt trotzdem weiter, oder? Jetzt bin ich mal gespannt. Bleibt der stehen? Nee, na. Ist das, was ich immer sage, ne? Er sagt zwar, dass er den Verkehr feststeckt, aber er fährt trotzdem volle Pulle durch, ne? Das funktioniert nur, wenn er noch einen anderen CP-Fahrer trifft, die bleiben dann stehen. So, der fährt hoffentlich noch hoch und runter. Du wirst nicht mehr aufgefüllt. Das lassen wir, mein Schatz. Hast du gut gemacht. Nee, mein Schatz ist nicht so ein Typ. Aber trotzdem gut gemacht. Also wie der Hundering, das ist schon interessant, ne? Sieht schon interessant aus, was der da macht. Warum ich den Düngerstreuer vorne drauf habe, oder den Düngerbehälter, ich weiß es nicht. Ist kein eines Korn rausgegangen.
Ach, guck mal da, das sehe ich eben erst. Geht der bis hin, ah jo. In dem Fall geht der Schlauch von dem vorderen Behälter hier unter dem Traktor durch, ne? Bei, ich weiß nicht welcher, bei der Federstedt geht er ja hier oben vorbei. Aber hier, das habe ich eben gerade gesehen, der Schlauch geht unter dem Trigger durch und hier rein. Anscheinend ist unter dem Trigger ein Loch, weil hinten nichts rauskommt ist. Obwohl die Funktion aktiviert war, gell? Ihr habt es alle gesehen. So. Hier ruckelt es immer ein bisschen. Ich bitte dies zu entschuldigen, aber sauber genug ist es. Ah, die stand hier drin, gell? Ja, genau. Die war hier drin. Boah. So sieht der Fahrer mit dem Kopf voll an die Frontscheibe geballert. Nee, ist er nicht. So. Halt! Langsam. Ich glaube, das war das Fendt-Teil. Das. Entschuldigung. Das war das John Deere Pickup, genau. So. Dann hänge ich hier gerade noch den Düngestreuer dran. Der ist da, genau. Weil den brauchen wir dann auch. Früher oder später. Eher später. Zack. So. Du bist fertig. Das ist lieb von dir. Dann tanken wir für unsere Zuschauer noch schnell ab. Und werden dann in der nächsten Folge auf das Feld 14 umziehen. So. Dann war's das, liebe Leute. Moment. Zack, Beeilung, vor der Dolz weg ist. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, schon wieder. Und wenn ihr Bock habt, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo oder alles drei. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr Lust habt. Bis dahin. Tschüssi.